In der Bundes-CDU mehren sich, laut der Nachrichtenmagazine Spiegel und Fokus, Stimmen, die auf eine schriftliche Integrationsverpflichtung für Flüchtlinge und Migranten im Asylrecht pochen. Diese sollen sich zu einer Art Grundwertekatalog per Unterschrift bekennen, unter anderem zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, gegen die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen von Andersgläubigen, zum Vorrang des deutschen Grundgesetzes vor der Scharia und zur Religionsfreiheit. Zudem soll auch das Existenzrecht Israels anerkannt werden. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann lehnt eine solche Forderung indessen als wirklichkeitsfremd ab. Wir erwarten von den Ankömmlingen Leistungsbereitschaft, Verantwortungsgefühl und Integrationswillen. Ja? Also die Erwartung ist klar formuliert und wir müssen alles tun, damit es auch geschieht. Deswegen fordern und fördern. Wir fördern Integration. Und wir fordern sie auch ein. Aber befehlen kann man es nicht. In dem CDU-Modell ist die Forderung nach einem schriftlichen Wertebekenntnis der Flüchtlinge im Asylgesetz bei Verstößen an Konsequenzen gekoppelt. So sollen Sozialleistungen reduziert oder der Aufenthaltsstatus geändert werden und die Personen abgeschoben werden können. Ein entsprechender Antrag soll auf dem kommenden Bundesparteitag gestellt werden, der Mitte Dezember beginnt.